Roland Kettel, gestern war die große Award Night von Best of Swiss Gastro. Haben Sie sich wohlgefühlt? Ja, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Es war eine überraschend schöne Veranstaltung. Also man ist ja oft oder immer wieder mal auf Veranstaltungen und es bei so einer Menge von Menschen, ja, es waren ja doch 700 Gäste da, ist es ja oft ganz schwierig, ja, dass man sich einmal zusammenhält, ja, dass das Catering funktioniert. Dass es vielleicht zu lang ist, die ganzen Reden, ja, dass die Menschen sich nicht mehr an ihre Tische setzen. Da kann ja ganz viel passieren, aber es war echt eine sehr gelungene Veranstaltung. Sie haben auch das Konzept von Best of Swiss Gastro kennengelernt. Ich nehme an, Sie wussten vorher noch nicht viel drüber. Was sagen Sie denn, ist sowas sinnvoll für die Branche? Also ich bin ja ein sehr authentischer Mensch, ja, und ich mache eigentlich nur Dinge, ja, die ich für gut heiße. Also ich würde nicht da sitzen, wenn ich das nicht für gut heiße, und ich wäre gestern auch nicht auf dem Event. Also ich sage, wenn der Gourmillot eine Veranstaltung macht, dann würde ich sicher nicht dort sein, weil ich einfach nicht dazu stehen kann. Aber genau das ist für mich eine Plattform, die ins Jahr 2016 hingehört. Ja, einfach auch mal zu erkennen, dass es mehr gibt, ja, wie Restaurants, dass es geile Bars gibt, dass Streetfood auch in Europa angekommen ist. Ja, dass man einfach auch neue Trends auf ein Siegespodest hebt. Und genau deshalb heiße ich es für super, ja, und genau das ist die Zukunft. Genau so müssen Awards verliehen werden. Sie sagen, es ist die Zukunft. Ist es auch die Zukunft oder gibt es vielleicht schon etwas Vergleichbares in Deutschland, Österreich, Norditalien? Ich kann es nicht sagen, aber das hat jetzt vielleicht etwas mit meiner Ignoranz zu tun oder mit meiner Zurückhaltung, was eigentlich Gastroführer anbelangt. Also vielleicht gibt es was, aber in der Art habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn es mehr geben würde. Also es kann ruhig ersetzt werden. Also die Großen, ja, die es seit Jahrzehnten gibt, ja, die könnten vielleicht weg und dafür könnten neue, junge kommen und einfach sagen, wir sind in einer neuen Ära angelangt, ja, und da muss sich was verändern. An der Award Night hatten viele dieser jungen Gastronomen eine Plattform. Gibt es einen Betrieb, der Ihnen besonders geblieben ist? Also es ist eigentlich jeder Betrieb, der ausgezeichnet wurde, den würde ich gerne besuchen. Also mir bleibt natürlich der junge Bursche aus Bern, ja, mit seinem Streetfood, also mit seinem kleinen Truck, wahnsinnig sympathischer Typ. Oder auch die drei Mädels, die da den Preis gewonnen haben für das Fine Dining. Und auch die Freude von den Menschen, ja. Ich würde auch gerne da auf den Berg rauffahren, ja. Der hat, glaube ich, den zweiten Preis bekommen bei Activity. Und das Berghaus. Ja, genau, das Berghaus, aber genauso auch das Ding am See da, wo man sich unbedingt die Toilette anschauen muss, wie man gestern gehört hat. Also, oder die Bar oder der Butcher und also wirklich sehr schöne Konzepte, die man sich gar nicht erwartet in der Schweiz, weil man als Ausländer immer denkt, die Schweiz ist doch noch ein bisschen verstaubt. Aber da erkennt man auf einmal, ja, dass doch sehr viel passiert, auch in der Schweiz. Es ist immer ganz witzig, ja, wenn ich in Zürich bin, ich komme immer wieder mal nach Zürich, da bin ich immer wieder überrascht, was für geile Konzepte stattfinden. Und jetzt nicht nur gastronomisch, auch vom Design her, auch von der Kunst her. Ich sage immer, Zürich wäre wahrscheinlich eine Stadt, in der ich gerne leben würde, weil einfach viel passiert. Wir bedanken uns für die Komplimente. Ja. Generell, was denken Sie, wohin geht die Zukunft der Gastronomie im deutschsprachigen Raum? Welche Trends sehen Sie? Ja, es,
Es ist ein Thema, was mich eigentlich wahnsinnig nervt, ja, weil das Ganze, die ganzen Trends, ich habe das auch gestern gesagt, ja, der eine braucht immer Trends und ich sage immer, was für Trends müssen wir als nächstes ertragen, weil Trends sind eigentlich nur dafür da, dass die Presse wieder Futter hat. Ja, also dafür gibt es Trends, ja, weil es gibt den Trend der molekularen Küche, ja, die was 20 Jahre lang funktioniert, ja, und dann geht es in die nordische Cuisine und jeder richtet nur noch Wurzeln und Blätter an, ja, und schmeißt Dinge auf den Teller, die Kühe nicht mehr fressen würden, ja, nur weil es ein Trend ist. Und deshalb tue ich mir mit Trends wahnsinnig schwer. Also ich denke, dass die Menschen viel mehr auf sich selbst einfach hören sollten und nicht auf Trends. Sprechen wir also nicht über Trends, sondern über den Menschen an und für sich, über den Menschen Roland Trettl. Was darf man denn erwarten vom Menschen Roland Trettl in Zukunft? Also man darf sich von mir erwarten, dass ich immer Dinge mache, ja, die mir gut tun. Was das genau sein wird, das kann ich selbst gar nicht sagen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also mein Leben funktioniert so, ja, dass ich einfach immer das mache, was mir gefällt. Ja, und dass ich mutig bleibe. Also ich denke, dass das Mut ein ganz wichtiges Thema ist. Jetzt nicht nur für mich, ja, Mut sollte eigentlich jeder haben. Also man soll einfach versuchen, immer wieder mal auszureißen aus dem ganzen System, ja, das, was uns so mitreißt, ja. Und jeder geht nur noch auf das System, ja, und wie oft mir das passiert, ja, vielleicht bin ich mutig, vielleicht bin ich einfach komplett verblödet, ja, weil ich meine Meinung einfach immer preisgebe. Aber ich sag's, mir geht's dabei einfach danach besser und darum geht's. Und wie man dann oft merkt, wie die Leute auf einen zukommen und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super, cool, dass du es mal gesagt hast. Aber es ist ganz witzig, die Leute sagen es immer so ruhig, dass es ja niemand anders hört. Ich sage, ja, mach's doch gleich. Seid mutig. Probiert auch andere Dinge aus. Weißt, du verlierst nichts. Also es ist immer nur das finanzielle Problem, was die Menschen haben. Und also ich bin vor 3 Jahren vom Hangar raus und habe eine Lehre oder ein Praktikum als Tischler gemacht. Ja, mit bald Mitte 40. Und jeder hat gesagt, ja, der Trettl, wir wussten ja, dass er schon ein bisschen schräg ist, aber jetzt, dass er komplett irre ist, ja, das haben wir jetzt doch nicht gewusst. Und nach dem Tischlerpraktikum bin ich zum Schneider. Und vom Schneider bin ich dann zum Holzschnitzer und ich werde jetzt Schuhe machen gehen und Hüte machen gehen. Und ich sage immer den Menschen, seid mutig, probiert Dinge aus. Jeder hat einen Traum, erfüllt euch die Träume. Und ich bin sicher, ja, wenn ihr euch die Träume erfüllt, kommt es dem zugute, was ihr dann wirklich wieder macht. Dann gibt es keine unerfüllten Träume, Visionen, die irgendwo noch im Hinterkopf rumschwirren? Doch, absolut. Ich möchte unbedingt noch ein Instrument erlernen. Also ich werde jetzt, wenn nicht dieses Jahr, nächstes Jahr sicher beginnen mit Saxophon. Weil ich möchte nicht irgendwann mal im Sarg liegen und mir sagen müssen, dass ich Musik liebe, aber Musik nie richtig verstanden habe, durch dem, dass ich einfach nie ein Instrument ausprobiert habe. Und ich stelle einfach fest, also wir weichen jetzt ein bisschen von der Gastronomie ab, aber ich will einfach sagen, es gibt im Leben mehr wie Gastronomie. Und je mehr, dass ich lerne, je mehr, dass ich meine Klappen öffne und je mehr, dass ich sehe, dass es andere Dinge gibt und je mehr, dass ich Wertschätzungen habe für andere Dinge. Ich sage immer, ich ziehe ein Leben lang Schuhe an. Wenn ich weiß, wie Schuhe gemacht werden, ziehe ich ein Leben lang Schuhe mit einem ganz anderen Bewusstsein an. Und das ist mir wichtig. Und wenn ich so ein Bewusstsein bekomme, da bekomme ich auch ein anderes Bewusstsein wieder für das, was ich wirklich mache. Und ich glaube, das würde jedem gut tun. Einfach mal ausbrechen und andere Dinge auszuprobieren und dann wieder zurückzukommen. Mit denen Erfahrungen dann wieder ans eigene Werk zu gehen.